ganz explizit Unternehmungen ausgewählt, die von den Folgen der Corona-Pandemie stark betroffen sind. Einmal die Firma Stuckmann Veranstaltungstechnik, die einen enormen Einbruch zu verzeichnen hat. Veranstaltungen gibt es sehr, sehr wenige. Und sie leben eben genau von Veranstaltungen. Sie haben deutlich gemacht, welche Folgen das für das Unternehmen nach sich zieht und eindringlich um Unterstützung geworben. Und mit dem Bürgermeister zusammen werden wir auf die Politik in Düsseldorf und Berlin zugehen und sagen, Mensch, ihr müsst auch an diese Branche denken, die leidet. Das zweite ist heute bei diesem Topwetter, dass wir hier am Tuttenbrocksee sind. Eine tolle Anlage, die die Stadt Beckum hier mit einem Investor geschaffen hat. So stellt man sich eine tolle Freizeitgestaltung vor. Aber auch hier, der Betreiber hat ganz klar gesagt, er hat Investitionen gehabt und auch, er merkt natürlich die Zurückhaltung, weil bestimmte Veranstaltungen nicht stattfinden können. Auch hier merken wir, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Trotzdem ist es hier ein Top-Event, hochinteressant zu sehen, ein super Tag in Beckum.